Eine wichtige, tolle Funktion für Interaktion und Beteiligung sind natürlich Umfragen. Und wie die in Webex funktionieren, schauen wir uns in diesem Video an. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wie andere Videokonferenzprogramme auch, ist es möglich, über Webex Umfragen durchzuführen. Und da schauen wir uns jetzt direkt mal an, wie das funktioniert. Ich habe hier wieder meine Videokonferenz vorbereitet mit einem Gast im Browser und einem Gast in einem Windows-Klienten. Grundsätzlich, die Umfragen können vom Gastgeber, also vom Host, sowie vom Mitgastgeber, dem Co-Host, erstellt und durchgeführt werden. Nicht vom Moderator und natürlich auch nicht von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Als Gastgeber habe ich rechts unten in den drei Punkten die Möglichkeit, Umfragen zu starten und habe jetzt natürlich die Option, Umfragen anzulegen. Das heißt, ich habe hier verschiedene Buttons und mit dem Fragezeichen lege ich jetzt erstmal Fragen fest. Zum Beispiel, wollt ihr eine Pause? Ist eine Frage. Eine zweite Frage wäre zum Beispiel: Worauf habt ihr Hunger? So, und jetzt geht es darum, zu den Fragen entsprechende Antworten oder Antwortmöglichkeiten auch vorzugeben. Das heißt, ich wähle die Frage aus und so nehme dann hier einfach den zweiten Button mit der Glühbirne, Antwort hinzufügen, und habe jetzt die Möglichkeit, auch den Fragetypen zu ändern. Das heißt, einzige Antwort, Single Choice, mehrfache Antwort, Multiple Choice oder eine kurze Antwort, sprich eine Freitextantwortmöglichkeit ist auch hier in Webex möglich. So, das heißt, wollt ihr eine Pause? Da gibt es eigentlich nur Ja oder Nein. Und worauf habt ihr Hunger? Hier macht selbstverständlich eine Freitextantwort dann auch Sinn. So kann ich jetzt die Umfrage jetzt auch vorbereiten und ich sag mal dann ad hoc auch durchführen, indem ich auf Umfrage öffnen dann auch klicke. Es ist aber auch möglich, dass ich, wenn ich ein Meeting plane, die Umfrage im Prinzip auch, ich sag mal, strategisch auch vorzubereiten für künftige Meetings. Und hierfür muss ich in die Menüleiste von Webex gehen unter Datei und dann habe ich hier die Möglichkeit, auch Fragen für Umfragen öffnen, für bereits abgespeicherte oder eben die unter Speichern die Option Fragen für Umfragen zu wählen. Das heißt, ich kann mir hier genauso wie bei Fragen und Antworten die Umfragen bzw. die Fragen davon abspeichern als Rohmaske. So wähle ich jetzt mal aus, dann habe ich hier eine Datei, die lege ich mir mal auf meinen Desktop. Hier ist er, genau, sage ich mal sichern. Und jetzt lösche ich auch mal die Umfrage. Und jetzt habe ich auch die Möglichkeit, in künftigen, ich sag mal, Veranstaltungen genau über dieses Menü Fragen für Umfragen öffnen, diese Datei wieder zu wählen, zu öffnen und schon steht die Frage wieder da. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel eine Fortbildungsreihe habe, kann ich eine standardisierte Evaluation zum Beispiel vorbereiten, die im MitarbeiterInnenkreis auch teilen, sodass jeder, der dann ein Meeting führt, einfach diese Umfrage sich dann reinladen kann und durchführen kann, ohne groß einzeln noch was vorbereiten zu müssen. Finde ich, ist auch eine ganz tolle Funktion. Ich klicke auf Umfragen öffnen. Und genau in dem Moment, wir schauen jetzt mal in den Windows-Klienten, erscheint hier auf der rechten Seite das Umfragemenü. Wollt ihr eine Pause? Ja. Worauf habt ihr Hunger? Auf Essen selbstverständlich. Und ich klicke auf Senden. Und genauso sieht das hier auch im Browser aus. Das Fenster hier mal wegmachen. Wollt ihr eine Pause? Ja. Worauf habt ihr Hunger? Auf Trinken, was natürlich jetzt überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber ich klicke auch mal auf Senden und bestätige. Und jetzt, wie gesagt, habe ich so als Teilnehmer an einer Umfrage teilgenommen. Zurück als Host. Ich sehe hier direkt die Live-Ansicht, wie die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer abstimmen. Also nicht, wie sie abstimmen, sondern wie viel Prozent jetzt gerade abgestimmt hat. Und ich sehe hier auch schon die Live-Ergebnisse. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, einen detaillierten Status mir anzeigen zu lassen. Sehe auch schon, wer abgeschlossen hat und wer nicht. Das heißt, ich sehe auch schon, wer noch nicht eben an der Umfrage teilgenommen hat. Ich habe die Möglichkeit,
mir die Umfrage auch herunterzuladen. Das habe ich eben diese Ergebnisse im Prinzip auch als Sicherungsdatei und ich kann die Umfrage dann schließen und sobald sie geschlossen ist, kann ich mir dann auch zum Beispiel die individuellen Ergebnisse, also die Ergebnisse der Umfrage anzeigen lassen in einer grafischen Auswertung im Browser und mir die entsprechend auch abspeichern. Soweit erstmal zur Umfragefunktion. Ich finde, das gibt ein ganz rundes Bild bei Webex. Wenn ich, wie gesagt, was vergessen habe oder ihr eine Ergänzung habt, bitte, ja, schreibt mir das in die Kommentare. Ich freue mich wirklich über Austausch, über Rückmeldung. Ansonsten, wie jedem Video, wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüss.